Die Unterwasserwelt ist riesig und noch zu großen Teilen unentdeckt. Kein Wunder also, dass Tiefseetaucher immer wieder neue atemberaubende Entdeckungen machen, mit welchen du niemals rechnen würdest. Hast du dich schon einmal gefragt, welche versunkenen Entdeckungen die Tiefsee bietet? Dann erfährst du nachfolgend, welche 10 Entdeckungen in der Vergangenheit am schockierendsten waren. Lass uns loslegen! Das Schiffswrack San José. Das Schiffswrack San José zählt zu den atemberaubendsten Entdeckungen in der Tiefsee. Der Dreimaster wurde bei einem Gefecht mit insgesamt 4 britischen Kriegsschiffen im Jahr 1706 so stark beschädigt, dass dieser auf dem Meeresgrund vor der Küste Kolumbiens sank. Bekannt war auch schon zu diesem Zeitpunkt, dass es sich bei der San José um ein Schatzschiff handelt, welches angeblich eine riesige Menge verschiedener Schätze beherbergte und daher von großem Wert für die Briten war. Nachdem das Schatzschiff versank, war lange Zeit nicht mehr über den genauen Ort des Schiffswracks bekannt. Im Jahr 2015 jedoch wurde die San José innerhalb von 2 Expeditionen vor der Küste Kolumbiens auf dem Meeresgrund in 600 Meter Tiefe gefunden. Tiefseetaucher erkannten die San José anhand ihrer Kanonen, welche 1706 im Gefecht eingesetzt wurden. Als das Schiff im Jahr 2015 gefunden wurde, befanden sich riesige Schätze an Bord. Dazu zählten unter anderem Millionen verschiedener Goldmünzen und insgesamt 200 Tonnen Smaragde. Einer der bedeutendsten Schatzfunde aller Zeiten. Tonis Herakleion. Der Name kommt dir sicherlich bekannt vor, denn dahinter verbirgt sich eine alte ägyptische Stadt, welche in den Tiefen des Nildeltas versunken ist. Einst war Tonis Herakleion eine bedeutende Stadt für die Seefahrer der Antike, denn unter anderem beherbergte diese einen großen Hafen. In den letzten 20 Jahren wurde Tonis Herakleion immer wieder von Expeditionsteams untersucht und erforscht. Die Forschungen dauern bis heute an und es werden immer mehr neue Fakten über die versunkene ägyptische Stadt herausgefunden. So fanden die Forscher unter anderem alte Tholos-Tempel bei Grabungen in der versunkenen Stadt. Auch alter Goldschmuck und Goldmünzen aus der Antike wurden bei Grabungen gefunden und geborgen. Die Stadt Tonis Herakleion ist vor mehr als 2000 Jahren versunken. Der Grund für das Absinken von Tonis Herakleion in den Meeresgrund lässt sich in der Lage der alten Stadt wiederfinden. Da diese sehr nah am Gewässer lag, drang dieses im Laufe der Zeit immer weiter vor und erreichte schließlich Tonis Herakleion, sodass diese Stadt verlassen werden musste und nach einigen Jahrhunderten vollkommen versank. Der Unterwasserfluss von Mexiko. Unterwasserflüsse zählen zu einem der interessantesten Phänomene unserer Zeit, denn es handelt sich hierbei um Flüsse, welche auf dem Meeresgrund verlaufen und dabei vollkommen unabhängig in der Tiefsee einen intakten Wasserfluss aufweisen. Einer der bekanntesten und beeindruckendsten Unterwasserflüsse befindet sich dabei in Mexiko. Der Cenote Angelita befindet sich auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Die Bezeichnung Cenote Angelita steht für kleiner Engel und darum handelt es sich bei dem Verwasserfluss tatsächlich, denn dieser zeichnet sich durch einen bläulich schimmernden, surrealen Anblick aus. Der Unterwasserfluss befindet sich in einem Höhlensystem, welches mehrere hundert Kilometer lang ist. Unter einer Schicht Süßwasser und einer meterdicken Schicht aus Sulfat und Schwefel befindet sich in dem Höhlensystem der eigentliche Unterwasserfluss, welcher ca. 30 Meter tief ist. Solltest du einmal nach Mexiko reisen und dich in der Nähe von dem weltberühmten Cenote Angelita befinden, so kannst du diesen als erfahrener Tiefseetaucher auch erkunden. Riesenqualle in England. Vor einigen Jahren entdeckte die Tiefseetaucherin Lizzie Daly mit ihrem Fotografen eine der größten Quallen aller Zeiten, von welchen du online zahlreiche Fotos und Videoaufnahmen finden kannst. Die beeindruckende Riesenqualle wurde von den beiden Tauchern vor der Küste Englands in der Tiefsee entdeckt. Es handelt sich bei der Riesenqualle um eine Lungenqualle. Diese Art von Quallen sind größer als reguläre Quallen. Eine derart große Lungenqualle wurde bislang aber noch nicht entdeckt. Fast 2 Meter maß die Lungenqualle, welche Lizzie Daly und ihr Fotograf beim Tiefseetauchen entdeckten. Die meisten Exemplare werden hingegen höchstens bis zu 1 Meter groß und messen damit gerade einmal die Hälfte von dieser Riesenqualle. Warum ausgerechnet das von Lizzie Daly entdeckte Exemplar 2 Meter maß, ist bis heute ein Phänomen. Doch keine Angst, die Riesenqualle ist vollkommen ungefährlich und ernährt sich hauptsächlich von Plankton. Versunkene US-Kampfflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg nahm der Luftkrieg ein neues Ausmaß an. Es waren Tausende von Kampfflugzeugen im Einsatz. Darunter unter anderem eine riesige Flotte amerikanischer Kampfflugzeuge. Da viele der Kämpfe über dem Meer stattfanden, versanken allerdings viele Kampfflugzeuge. So finden Tiefseetaucher immer wieder große Ansammlungen von US-Kampfflugzeugen. So zum Beispiel auch beim Atoll Kwajalein, vor welchem viele Kampfflugzeuge der US Army bei den japanischen Fluggefechten versanken. In ca. 40 Metern Tiefe beherbergt das Atoll Kwajalein nahezu 150 verschiedene US-Kampfflugzeuge. Es handelt sich daher um einen echten Kampfflugzeugfriedhof.
Das Besondere an den US-Kampfflugzeugen, keines der 150 Kampfflugzeuge der US Army wurde tatsächlich abgeschossen. Es handelt sich daher um US-Kampfflugzeuge, welche im Gefecht einen starken Schaden erlitten haben oder nicht mehr flugfähig waren und daher einfach im Meer versenkt wurden. Der Großteil der US-Kampfflugzeuge vor dem Atoll Quiet Line wurde wohl im Jahr 1944 versenkt. Israelischer Goldschatz. Definitiv zu den schockierendsten Entdeckungen in der Tiefsee lässt sich der Goldschatz zählen, welchen Tiefseetaucher im israelischen Caesarea entdeckten. Gefunden wurde der Goldschatz 2015 von einem Team verschiedener Tiefseetaucher im alten Hafen der Stadt Caesarea. Es handelt sich um einen Goldschatz, welcher aus über 2000 alten Goldmünzen besteht. Somit stellt dieser einen der bedeutendsten Goldschätze der Geschichte dar, denn die Goldmünzen weisen einen unvorstellbar hohen Wert auf. Das liegt vor allem daran, dass es sich um Goldmünzen handelt, welche mehr als 1000 Jahre alt und seither auf dem Boden des alten Hafens von Caesarea lagen. Die älteste Goldmünze ist sogar mehr als 1100 Jahre alt. Somit stammt der Goldschatz von Caesarea aus dem Zeitalter der Fatimiden. Insgesamt wog der Goldschatz 9 Kilogramm, besteht aus 24 karätigem Gold und du wirst diesen wahrscheinlich sehr bald in einem Museum in Israel bestaunen können. Die Unterwasserpyramiden von Yonaguni. In der Nähe der japanischen Insel Yonaguni, 100 Kilometer von der taiwanischen Küste entfernt, befindet sich eine der atemberaubendsten Entdeckungen, welche die Tiefseetaucher hier jemals gemacht haben. Das sogenannte Yonaguni-Monument ist eine riesige Anordnung von Gesteinsformationen, welche einige Meter unter der Wasseroberfläche liegen. Bist du einmal auf Yonaguni im Urlaub, so kannst du die Gesteinsformationen also auch ohne eine Ausrüstung für Tiefseetaucher bestaunen. Einzigartig sind die Gesteinsformationen vor allem aufgrund ihrer Größe. Diese sind ca. 200 Meter lang und 150 Meter breit. Um die Entstehung des Yonaguni-Monuments schüren sich bis heute viele verschiedene Thesen, denn es ist immer noch nicht geklärt, ob es sich hierbei um menschengemachte Formationen handelt oder ob diese auf natürliche Art und Weise entstanden sind. Das liegt vor allem an den ungewöhnlichen Formen, welche die Gesteinsformationen aufweisen. Diese verlaufen teilweise linear und weisen Ecken und Kanten auf, welche gezielt eingemeißelt wirken. Zuerst entdeckt wurde das beeindruckende Yonaguni-Monument im Jahr 1985. Das Geheimnis der Odinska-Höhle. Bei der Odinska-Höhle handelt es sich wohl um eine der bekanntesten Unterwasserhöhlen, denn diese besteht aus einem riesigen Labyrinth, welches sich über mehrere Kilometer unter dem Wasser erstreckt. Die Odinska-Höhle befindet sich in Russland und stellt eine der längsten Unterwasserhöhlen der Welt dar. Besonders ist die Odinska-Höhle vor allem aufgrund ihres Anblickes. Dieser zeichnet sich nämlich nicht durch die typischen Stalaktiten und Stalagmiten einer Höhle aus, sondern durch riesige Gipsblöcke, welche sich über die gesamte Länge der Odinska-Höhle erstrecken. Dadurch weist die Odinska-Höhle einen sehr ungewöhnlichen Anblick auf und wirkt nahezu wie von Menschenhand geschaffen. Du hast sogar die Möglichkeit, die Odinska-Höhle zu besuchen. Allerdings solltest du dazu ein erfahrener Tiefseetaucher sein, denn die Bedingungen im Wasser sind äußerst anspruchsvoll, was vor allem an den niedrigen Wassertemperaturen liegt. Du kannst die Bereiche der Odinska-Höhle, welche nicht unter Wasser liegen, aber auch im Zuge einer Führung besuchen. Versunkene Löwenstadt. In dem chinesischen Zhejiang gibt es einen See, in welchem sich eine berühmte Löwenstadt befindet. Aber nicht irgendeine Löwenstadt, denn diese ist versunken. Xicheng, wie die Löwenstadt auf Chinesisch heißt, ist eine Stadt aus der Zeit der Han-Dynastie. Sie ist also um das Jahr 200 entstanden. Nach rund 1800 Jahren beschloss die chinesische Regierung jedoch, das gesamte Gebiet, in welchem sich auch Xicheng befand, zu fluten, um Platz für einen großen Stausee zu schaffen. Daraufhin mussten viele Bewohner die Stadt verlassen und kurze Zeit später wurde diese geflutet. Im Jahr 2001 wiederum entdeckten Tiefseetaucher in dem Stausee die beeindruckenden Bauwerke, welche Xicheng einst zierten. Unter anderem befinden sich darum einige riesige Löwenstatuen, was auch der Grund für den Namen der Stadt ist. Heute liegt die Löwenstadt in einem Gewässer, welches eine wunderschöne Landschaft ziert. In diesem riesigen Stausee befinden sich zahlreiche kleine Inseln. Daher wird der Stausee an sich auch als See der 1000 Inseln bezeichnet. Nicht nur die Löwenstadt ist daher einen Besuch wert. Die größte Schlange der Welt. Immer wieder wird von riesigen Anakondas und Pythons berichtet, welche meterlang sind und durch die Unterwasserwelt schwimmen. Was der Tiefseetaucher Bartolomeo Bove jedoch im Juli 2019 entdeckte, verschlug vielen Menschen die Sprache. Er zeichnete bei einem Tauchgang im Formoso-Fluss in Brasilien die wohl längste Anaconda auf seiner Kamera auf, welche bisher gesichtet wurde. Auf den Aufnahmen von Bartolomeo Bove kannst du die Anaconda in ihrer gesamten Länge sehen. Bartolomeo Bove selbst schätzte die Länge der Schlange auf mehr als 7 Meter ein. Das Gewicht der Anaconda lag also schätzungsweise bei über 100 Kilogramm. Ein echtes Unterwassermonster. Der mutige Bartolomeo Bove beschrieb die riesige Anaconda als relativ ruhig.
Für einige Minuten inspizierte sie den Taucher und seine Kamera, dann schwamm sie weiter in den Fluss und war verschwunden. Das Verhalten dieser Anaconda widerspricht damit den Vorstellungen vieler Menschen, dass es sich bei Anacondas um aggressive und teuflische Wesen handelt. Welche Entdeckungen schockieren dich am meisten? Was ist deine Meinung zu den atemberaubendsten Entdeckungen der Tiefsee? Und welche Entdeckungen würdest du gerne einmal persönlich sehen? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder.